So, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Quartalstour. Quartal 3 2021 ist mehr oder weniger vorbei und wir schauen uns mal wieder an, wie es hier bei mir aussieht, was die neuesten Projekte so ergeben haben und was generell hier mittlerweile noch so rumsteht oder auch nicht rumsteht. Das Büro sieht aus wie Schwein. Es ist alles ultra vollgestellt und ich habe auch wirklich keinen Platz mehr, um das irgendwie besser aufzuräumen. Das sind einfach Sachen, die jetzt im Laufe der Zeit noch weg müssen, weil sie halt für andere Projekte hier stehen. Aber wir quetschen uns jetzt hier mal so ein bisschen durch und gucken uns mal an, wie es aussieht. Wir fangen wieder vorne bei den Wabikusen an, würde ich sagen, bei den kleinen Gläsern. Und da starten wir mal mit dieser Ansicht, die sehr, sehr hell ist. Ich mache das erstmal dunkler. So, das sieht doch ganz gut aus. Also, Glasport Shizuku und hier das neue Moss Micro Landscape von ONF unter der neuen ONF Flat Nano Plus in Weiß. Habe ich in einem letzten Livestream vorgestellt, sowohl das Glas als auch die Beleuchtung. Und das steht jetzt also da, da ist bisher noch nicht richtig viel drin gewachsen. Das haben wir auch während des Livestreams eingerichtet. Hier hat man auf dem Glas so einen kleinen Deckel aus Acrylglas und das Glas selber ist aus Glasglas. Und da haben wir jetzt also einfach so einen echten Doros drin, eine Lagenandra mit Body Red, einiges an Moos und so eine Ranke aus ein paar Luder. Und das wird jetzt erstmal noch ein paar Wochen brauchen, bis das nach irgendwas aussieht. Das habe ich einfach nur während des Livestreams mehr oder weniger auseinandergerissen, um halt Moos hier reinzusetzen und habe es dann aber halt nicht leer gemacht. Hatte ich noch keinen Bock zu. Das steht wirklich nur da, weil ich noch keine Lust hatte, es komplett leer zu machen. Das werde ich noch komplett leer machen und dann soll das eigentlich auch in so einem Stil nochmal neu bepflanzt werden. Halt, dass es nicht als Wabikusa ist, weil da ist ja wirklich ein Wabikusa-Ball noch drin, sondern mehr so als bepflanzte Schale. Das sieht einfach besser aus und da hat man so ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, weil man sieht das ja hier auch, dass man da beispielsweise den Bodengrund so ein bisschen ansteigen lassen kann und so. Und das ist hierfür also auch der Plan. So, dann das Pond-Aquarium, das Pond-Style-Aquarium. Und hier, auch da habe ich im Livestream drüber geredet und das sind jetzt eigentlich für mich persönlich die spannenderen Neuigkeiten, was man hier jetzt alles so sehen kann. Graue Schläuche hier, eine graue Edelstahl-Schnelltrennkupplung und Edelstahl-Ein- und Ausläufe. Die Edelstahl-Ein- und Ausläufe sind von Liquid Nature, die haben sie mir zur Verfügung gestellt, damit ich diese Optik hier vervollständigen kann. Aber die anderen Sachen, sowohl der Schlauch als auch beispielsweise hier diese Schnelltrennkupplung, das werden neue Produkte für meinen Online-Shop. Und die sind soweit geordert, da warte ich jetzt gerade auf den Import, das zieht sich alles so ein bisschen, weil ich dafür auch für mein Unternehmen erst so eine gewerbliche Importnummer beim Zoll beantragen musste und dann hieß es beim Zoll, bis diese Nummer ausgestellt wird, dauert es 4 bis 5 Wochen, das heißt meine Sachen, die eigentlich schon beim Zoll liegen, ja, in Frankfurt, soweit ich weiß, liegen da jetzt halt 5 Wochen lang, bis diese blöde Nummer ausgestellt wird, bis ich dann endlich da anrufen kann und sagen kann, hier übrigens, das ist meine Nummer, jetzt könnt ihr das Zeug mal bitte rausschicken. So. Das ist halt alles so ein bisschen nervig, aber ist halt so. Die Schläuche sind nicht final, das ist erstmal nur ein Prototyp gewesen. Die Schläuche, die ich kriege, sind später ein bisschen heller, damit sie sich eher so an der Edelstahloptik orientieren. Man kann das hier im direkten Vergleich sehen. Der Schlauch ist vom Grauton her ein bisschen zu dunkel und ein bisschen zu bläulich. Von der Farbverschiebung her, wenn man das direkt mit Edelstahl vergleicht, das wird noch angeglichen, dass man da also eine bessere Optik insgesamt bekommt. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Edelstahl-Schnelltrennkupplung. Die genaue Funktion von denen werde ich euch auch nochmal separat zeigen. Es kommen noch Edelstahl-CO2-Inline-Diffusoren, die super kompakt sind, kleiner als alles, was bisher auf dem Markt zu erhalten ist. Und es wird noch Schlauchkupplungen geben, die ich irgendwo schon hatte. Ah, gleich kommen wir vorbei. Zeige ich euch gleich einmal kurz, wie die aussehen. Ja, erstmal zum Aquarium jetzt. Das Pond-Style Aquarium sieht weiterhin sehr, sehr gut aus. Da habe ich wirklich überhaupt nichts dran zu bemängeln. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Hygrophila pinnatifida einfach echt nicht über diese Wasseroberfläche hinauskommen will. Das dauert jetzt schon monatelang und sie kommt da nicht rüber. Dafür, die Pinnatifidas, die hier wachsen, schaut euch mal an, wie hoch die schon gekommen sind. Das ist ziemlich geil. Ja, also die wachsen hier auf der Wurzel wirklich ganz, ganz fantastisch, auch ohne großartig auszutrocknen. Gerade die hier ist natürlich wunderschön, also richtig, richtig cool. Dafür kommen sie da eben aus der Wasseroberfläche überhaupt nicht raus. Und auch hier, die da rauskommen sollte, die will irgendwie nicht. Das dauert einfach ultra, ultra lange. Der Echinodorus wird auch immer besser, er kriegt neue Blätter, alte Blätter muss ich langsam mal wieder rausschneiden, die dann irgendwie zu abgetrocknet sind oder so. Ja, mit der Gratiola passiert soweit einfach weiter nichts, die funktioniert auch die ganze Zeit sehr, sehr gut. Die Buscephalandren hier an der Wasserkante funktionieren sehr, sehr gut. Also weiterhin ein Aquarium, wo ich ganz, ganz, ganz wenig Kritik, wenn überhaupt irgendwelche Kritik habe. Das Einzige, was aktuell gerade so ein bisschen der Fall ist, ist, dass hier diese Wurzeln rauskommen.
von irgendwelchen Pflanzen, ich weiß nicht genau von welchen, die kommen so langsam aus dem Boden. Da muss man quasi wie mit so einem Bodendecker ab und zu mal mit der Schere durch und so am besten durch den Sand schneiden, damit man die so ein bisschen wegkriegt. Und dann kann man sie beim Wasserwechsel auch einfach absaugen. Also das ist kein großes Problem, das ist ein bisschen nervig. Die Busse Phalandren wachsen super, super gut an dieser Stelle, das Moos wächst gut, also alles wächst wunderbar und es gibt weiterhin keinerlei Algen in diesem Aquarium. Das ist wirklich eines der problemlosesten Becken bisher und für mich immer noch eines der schönsten, gerade weil das jetzt auch so mein Experimentierbecken natürlich für diese ganzen Edelstahl neuen Produkte ist sozusagen. Ja, die Terra Base, die hat lange überhaupt nichts gemacht, beziehungsweise lange, man kann das hier an der Seite sehen, ganz kräftig vor sich hingeschimmelt. Mittlerweile kommt sie so ein bisschen in eine etwas sinnvollere Richtung. Ich muss sie einfach häufiger sauber machen. Das ist wirklich so ein Ding, das vernachlässige ich total. Genauso wie halt den Glasport Shizuku. Und das ist auch der einzige Grund, warum das so schimmelt und warum das Moos noch nicht so richtig gewachsen ist, weil ich hier einfach zu selten wieder mit Wasser befülle und zu selten sauber mache. Ich habe deshalb absichtlich jetzt ein bisschen was von der Azolla da oben reingeschmissen, damit ich schneller sehe, wenn der Wasserstand abgesunken ist, um mich halt selber daran zu erinnern, dass ich die halt häufiger pflegen muss. Und dann werden wir die jetzt auch in den nächsten, ja, ich sag mal, 6 bis 8 Wochen auch schön plüschig grün kriegen, denke ich. So, das hier ist erstmal nur Zwischenlager von einigen Terra-Pflanzen, die ich auf der IGL-Tagung geschenkt bekommen habe, wo ich ja letztens einen Vortrag gehalten habe über den Landteil und Aquarien, also Aquarien und Landteil verbinden, halt im Endeffekt E-Merse Bereiche bepflanzen. Und da habe ich dann als Dankeschön nach dem Vortrag unter anderem so ein Pflanzenpaket geschenkt bekommen und noch ein bisschen was, was ich aber noch nicht ausgepackt habe, was erst in einem Livestream ausgepackt wird. Das heißt, wird demnächst auch nochmal ein Livestream kommen, wo wir wahrscheinlich irgendeine Art Terra-Gefäß einrichten werden, weil ich weiß nicht genau, was es ist. Und zuletzt hier natürlich der kleine Neoglas Air Cube. Auch der wächst weiterhin wunderbar. Ich habe den vor ein paar Tagen erstmal nochmal wieder gelüftet und bewässert. Gerade auch wirklich hier der Deformis Congo Farm wächst unerwartet gut da drin, also muss man sagen. Das hier sind neue Dünger, die ich von European Aquaristics bekommen habe. Der hat die jetzt ins Programm aufgenommen. Die werden wahrscheinlich demnächst dann auch bei Aquasabi und so landen. Habe ich noch nichts mit gemacht, kann ich deshalb auch noch nichts zu sagen. Die stehen da nur, weil ich sie mal benutzen will. Ist aber bisher halt noch etwas, was A, nicht im Handel ist und B, wo ich noch keine Meinung zu habe. So, dann ja, ist hier alles voll. Deshalb gehen wir direkt mal hier weiter rüber zum Terra, zum Paluda 60, was immer noch sehr, sehr gut läuft. Und seit es hier steht, ich diese Problematik mit dem Wasser im Bodengrund tatsächlich besser unter Kontrolle habe. Man sieht das immer noch, der Bodengrund ist zur Hälfte unter Wasser, was er auch nicht sein sollte. Also das sollte eigentlich noch ein bisschen besser funktionieren. Aber es ist okay. Es ist okay. Und das Wachstum ist halt weiterhin wunderbar. Also es wächst halt alles sehr, sehr hübsch da drin. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit diesem ganzen Produkt und mit diesem ganzen Projekt. Also da habe ich auch wirklich wenig dran zu meckern. Gerade auch mit der Shihiros WRGB 2 Slim darüber. Die gefällt mir tatsächlich deutlich besser als die Paluda Light. Die Paluda Light saß mir immer so viel zu nah hier oben drauf. Das sah irgendwie so drückend aus. Und die Slim passt optisch gut darüber und hat halt ein bisschen mehr Abstand. Und man kann sie halt von der Farbe her einstellen. Deshalb ist das eigentlich meine bevorzugte Lampe an dieser Stelle, die mir für dieses Projekt echt, echt gut gefällt. Es ist jetzt natürlich so ein bisschen schade, dass ich eigentlich damals dann die Kram rausgenommen habe, weil ich es versetzt habe, weil ich davon ausgegangen bin, ich reiße es sowieso auseinander. Und jetzt läuft es aber eigentlich wieder voll okay und eigentlich müssten die Tiere schon wieder auch rein, würde ich denken. Eventuell ist es auch so, dass ein paar von diesen Pflanzen auch noch dann hier rüber kommen werden. Gerade beispielsweise da hinten ist so eine recht seltene Phytonie mit so weißen Blatträndern. Die könnte ich mir eigentlich als Bodendecker hier drin sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber dazu will ich erstmal das Paket auspacken, worum es dann später geht. Ich zeige euch mal hier den furchtbaren Schreibtisch. Da ist das Gefäß drin, um was es geht. Das muss noch ausgepackt werden. Ich weiß nicht genau, was es ist. Und wenn wir das dann haben, dann können wir gucken, ob wir da irgendwie alle Pflanzen reinsetzen oder ob noch ein bisschen auch hier in dem Paluda landet am Ende. Das wollte ich euch einmal zeigen. Das ist also die Edelstahl-Schlauchverbindung, die noch kommen wird. 1622 auf 1216 als Edelstahl-Variante und vor allem ohne Durchflussbegrenzung in der Mitte. Das heißt, die Regulierung der Schlauchweite findet nicht im Inneren statt, sodass der Durchfluss verändert wird und dadurch irgendwie schneller oder schwächer wird, sondern sie findet über die Dicke der Außenhaut statt, was ich sehr, sehr klug finde an dieser Stelle. Und am Ende, gerade wenn man nicht transparente Schläuche, sondern graue Schläuche benutzt, sieht man eigentlich nur diesen schmalen Edelstahlstreifen, wenn man beide Schläuche aufgesteckt hat, der dann eben diese Schläuche adaptiert, ohne dass der Durchfluss verändert wird, was ich ziemlich gut
gut finde. Davon kommen also auch noch ein paar. So, dann, genau, hier gab es heute Morgen ein Unboxing. Ich habe heute Morgen schon ein Unboxing-Video gedreht für neue Algen für das Meerwasserbecken. Das sind jetzt die letzten drei Algen, die nicht mehr in das kleine Meerwasserbecken reinkommen, sondern die ich in das große Becken schmeißen werde, die dann einfach nur so ein bisschen vor sich hinwachsen sollen als Vorbereitung auf das Algenrefugium beim Naios Opus, was noch nicht eingerichtet ist. Aber damit kommen wir weiter zum Algenbecken selbst. Was einfach geil aus. Also es sieht einfach geil aus im Moment. Wie gesagt, vorhin noch ein paar kleine Bodendecker-Korallen reingekommen und ein paar neue Algen und es wächst richtig gut. Es gibt keine zusätzlichen Algen. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme mit Planarien. Man kann das jetzt hier am Rand auch relativ gut sehen. Da sind ordentlich welche am Start. Ich habe die ja schon einmal abgesaugt. Das werde ich halt erstmal beibehalten, die regelmäßig abzusaugen. Was Besseres ist mir dagegen noch nicht eingefallen. Ich habe tatsächlich im Filter, man kann das... Dann kann ich es zeigen, ja, nicht gut. Vielleicht kann man da so ein bisschen sehen, da ist die Klammer von dem Filterbeutel. Da habe ich jetzt noch so ein Silikat-Ex eingesetzt, wobei ich halt eigentlich davon ausgehen muss, dass ohnehin kein Silikat drin ist, weil meine Osmoseanlage da sehr gut funktioniert. Aber diese Planarien, diese Turbellarien sind es ja, glaube ich, ernähren sich halt unter anderem von Silikaten beziehungsweise von Kieselsäure und deshalb kann es helfen, wenn man noch so ein Filtermaterial einsetzt. Ich sehe, seit ich das Filtermaterial einsetze, keine Verbesserung, deshalb würde ich darauf schließen, dass es bei mir nicht der Fall ist damit. Aber wie dem auch sei, an sich wächst das Becken halt ganz, ganz fantastisch. Gerade der Hintergrund mit den roten Algen sieht super aus. Die Halimeda wächst wirklich gut, richtig gut. Die Taxifolia ebenso. Die ist neu, das ist eine, ich glaube, sie heißt auch Turbellaria. Da muss man mit den Namen immer mal so ein bisschen aufpassen. Richtig cool. Hier sind jetzt ein paar neue Bodendecker-Korallen dazugekommen. Die hier vorne und noch zwei Zoanthus sind dazugekommen. Und hier ist noch so eine rote Astalge in der Mitte dazugekommen. Und natürlich ganz oben, und man sieht das auch jetzt schon im direkten Farbvergleich, die Hypnea. Hypnea panosa, auf die ich sehr, sehr scharf war, die ich lange nicht gekriegt habe. Und das ist halt die, die so blau wird. Man sieht das auch jetzt ganz gut im Vergleich zu dem Filterguard an der Pumpe. Ja, die Farbe ähnelt sich schon so ein bisschen. Sie ist auf jeden Fall deutlich blauer, deutlich lila da, als alle roten Algen, die ich drin habe. Und von daher ziemlich cool. Den Mangroven geht es mittlerweile auch gut, gerade seit ich täglich Nitrat dünge. Ich dünge ja täglich den ADA Nitrogen, weil ich ihn noch übrig habe. Den nehme ich jetzt einfach so lange, bis er leer ist. Und das läuft eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Man sieht da, die Halimeda kommt auch zum Teil schon aus dem Stein raus, was gut läuft. Den Schnecken geht es gut. Die Garnelen sind alle fröhlich am Start. Also auch die sind alle fit und denen geht es gut. Sehr, sehr glücklich mit diesem Becken, wirklich. Auch was die Stabilität angeht, was das Wachstum angeht, was die Sauberkeit angeht. Ich habe da überhaupt gar keine Kritik dran und es gefällt mir ausgesprochen gut. So, und dann geht es natürlich jetzt hier im Wohnzimmer weiter mit den Meerwasserbecken erstmal. Und da ist eben noch das vorhandene Meerwasserbecken und das ist halt das neue Meerwasserbecken, das Naios Opus. Und da kann ich euch jetzt schon mal so ein bisschen drauf einstimmen, was damit noch so generell passieren wird. Also erstmal hier das Becken, es läuft immer noch wunderbar. Es gibt wirklich wenig dran auszusetzen. Es hat sich auch in letzter Zeit nicht wirklich mehr was geändert, was da irgendwie passiert ist oder was da reingekommen ist. Ich mache da jetzt natürlich auch nicht mehr wirklich aktiv was mit, weil es ja halt innerhalb der nächsten paar Wochen umziehen wird hier in das Naios Opus. Also ne. Hier haben wir ja 96 Liter, sagen wir 90 Liter, und hier haben wir halt ein Gesamtvolumen inklusive Filterbecken von 320 Liter und nur ein Becken von 260 Liter. Und wir sehen schon, da ist eine Kessel drüber, eine A360X Tuner Blue, und die kommt natürlich auch mit da dran. Das heißt, wir haben das Becken dann mit zweimal Kessel A360X Tuner Blue. Wir haben hier vorne noch drin stehen die H2 Ocean P4 Pro als Dosierpumpe, die noch mit reinkommt. Dann ist hier noch ein bisschen Kleinzeug drin, was noch verbaut werden muss. USB-Zeitschaltuhren, wo ist mein Finger? Mein Finger ist weg, da. USB-Zeitschaltuhren, Kabel in anderen Farben, weil ich die Farbe geiler finde. Und hier noch so ein paar Schlauchschellen und Schlauchverbinder, USB-Netzteile und sowas alles. Aber das Spannende an dem Ding ist halt eigentlich der Unterschrank, der auch schon bewegungssensitives Licht hat. Und hier wird natürlich das meiste drin passieren. Also Technikbecken, Auffüllbecken für die Nachfüllanlage, Naios Quantum 120 Abschäumer. Da ist noch Kabel, weil da haben wir noch eine Kessel. Das ist die Kessel A360X Refugium. Das ist also die Algenbeleuchtung, weil hier in die Mitte noch ein Einsatzaquarium kommt, was nur für Algen gedacht ist. So, jetzt habt ihr, glaube ich, gerade die Post gehört und das war nämlich tatsächlich eine der ersten Importsendungen. Da habe ich heute gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, die kommen viel, viel später. Das dürften nämlich die Dingens sein, die Schnelltrennkupplung, das ist schon mal leer. Ja, das fühlt sich sehr schwer an. Da kann ich euch die nämlich einmal direkt zeigen.
Und dafür werden jetzt halt noch entsprechende Versandkartons angefertigt, also Produktverpackungen, so richtige. Und dann haben wir nämlich hier diese Schnelltrennkupplung. Das sind sie. Und jetzt müssen wir nur noch die andere Seite finden. Okay, die andere Seite ist nicht mit hier drin. Auf jeden Fall, das ist eine Seite. Da kommt also der Schlauch drauf. Und da ist dann die Kupplung sozusagen. Und um die zu lösen, müsst ihr einfach nur diesen Ring runterziehen. Und dann könnt ihr die andere Seite rausziehen. Und diese Seite ist automatisch dicht. Die schließt automatisch ab. Und die andere Seite ist nicht dicht. Das ist tatsächlich einer der Nachteile dieser Schnelltrennkupplung. Weil wenn ihr sowas wie einen EHM-Doppelabsperrhahn nimmt, dann könnt ihr natürlich beide Seiten zumachen. Und schraubt dann den Absperrhahn auf und beide Seiten sind dicht. Und hierbei ist es eben so, nur diese Seite ist dicht, aber halt automatisch. Ihr müsst nur hier dran ziehen, könnt sofort den Schlauch rausnehmen und diese Seite ist automatisch dicht, ohne dass ihr halt erst ein oder zwei Absperrhähne zumachen müsst und ohne dass ihr irgendwelche Sachen aufschrauben oder abdrehen müsst. Das funktioniert hier alles komplett automatisch und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie ihr das ausseht und wie ihr das findet später als Produkt. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich darüber, dass jetzt schon hier diese Importsendung kam. Da habe ich aber auf jeden Fall dann auch später noch was zu tun, weil die muss ich dann erstmal alle sortieren, alle zusammenbauen und dann die entsprechenden Versandverpackungen noch aufbauen, die offiziellen Produktverpackungen und dann geht es weiter. Aber deshalb jetzt erstmal gucken wir uns nochmal hier den Unterschrank an. So, Licht geht an und da haben wir nämlich noch so ein paar Sachen. Also wir waren hier bei der Kessel, die halt für das Algenrefugium da ist, die nur das dann beleuchtet, was hier noch als Einsatzbecken reinkommt. Das wird ein Acrylbecken von New Wave, was hier als Einsatz reinkommt, mit diesen Voodoo-Kanten, also mit den leuchtenden Kanten, weil generell ist dieser Unterschrank, das kann man da schon sehen, da gibt es nämlich UV-Effektbeleuchtung in den Ecken. Und der ist schon so darauf optimiert, auch da hinten mit den Schläuchen von der Dosierpumpe und generell auch hier mit der lila Verrohrung und so, dass der halt geile UV-Effekte bekommt. Das hier sind die Tanks für die Nachfüllanlage, für die Dosierpumpe. Auch die sind natürlich schön aus Acryl in so einem netten kleinen Geständer. Da an die Seite kommen dann eben die ganzen Controller von den ganzen Sachen. Da kommt auch die Dosierpumpe dann dran und hinten wird dann eben sauber die Kaberverlegung gemacht. Die Becken sind jeweils an der Rückseite und an der Seitenscheibe weiß foliert, damit man dahinter eben auch nicht die Kabel sieht, damit dieses ganze Konstrukt Unterschrank einfach möglichst hübsch und möglichst sauber und edel aussieht. Das ist so ein bisschen der Plan dafür. Und ich glaube, dass das gut funktionieren wird. Und dann wird es halt wirklich darauf hinauslaufen, dass eben dieses Aquarium, so wie es da steht, um 90 Grad gedreht wird und dann genau da steht, wo das jetzt steht und das kommt halt weg. Also der Besatz kommt da drüber, zumindest das meiste an Besatz. Die Xenien werden definitiv nicht rüberkommen, aber alles andere wird wahrscheinlich rüberkommen. Der Aufbau wird nochmal ganz, ganz anders werden. Ich will das relativ minimalistisch halten mit einem Aufbau, der eher so in der Mitte geht oder eher so zwei Inseln, die aber auch ein bisschen höher haben, damit man ganz oben natürlich auch vielleicht mal ein bisschen komplexere, schwierigere SPS halten kann, mal so ein paar Akroporen beispielsweise. Und dann sehr viel Sandfläche und dann eben auch die Möglichkeit, da halt mal andere Tiere einzusetzen, andere Fische einzusetzen. Das ist also der Plan. Und hier wird dann eben das meiste mit über rumziehen. Ja, und zuletzt geht es dann noch um das Biotop-Aquarium, was ich jetzt, da muss ich nämlich jetzt kurz überlegen, ich glaube zum Zeitpunkt dieser Tour habt ihr noch nicht das Video gesehen, wo ich darüber rede, was aus dem Biotop-Aquarium werden wird. Deshalb versuche ich das jetzt auch nicht vorwegzunehmen. Sollte er das Video schauen. Nee, weil das Becken ist etwas, was ich jetzt tatsächlich die letzten Tage und Wochen eher sträflich vernachlässigt habe. So, vernachlässigt war das Wort. Da habe ich nicht so viel mit gemacht, man sieht das auch. Es sind relativ viele Grünalgen drin. Ich habe schon bestimmt seit 4 Wochen keinen Wasserwechsel mehr gemacht. Was auch nicht unbedingt sinnvoll ist, aber so ist es jetzt gerade. Es hat halt andere Gründe, wie immer, dass außenrum einfach noch eine ganze Menge passiert ist. Aber dennoch läuft das Becken immer noch sehr, sehr gut. Und gerade unter der Prämisse Biotop-Aquarium ist das ja auch tatsächlich etwas, was man so akzeptieren und so lassen kann, auch wenn ich persönlich das nicht unbedingt schön und gut finde. Und das ist auch so ein bisschen der Hauptgrund für das kommende Video, was da noch kommen wird. Den Tieren geht's super. Ich habe letztens sogar wieder alle 5 Pecoltia Comta, alle L134 gleichzeitig gesehen, nämlich kurz nachdem das Licht ausgegangen ist. Dann habe ich nochmal so eine Wetztablette reingeschmissen und dann konnte ich sie alle gleichzeitig sehen. Ich habe es leider nicht geschafft zu fotografieren, weil dafür war es dann zu dunkel und hätte ich das Licht wieder angemacht, wären sie sofort wieder abgezischt. Aber sie sind alle noch da. Es geht ihnen offensichtlich allen immer noch sehr, sehr gut. Die Hyphesobulcum melanosticos sind auch alle noch da. Denen geht es auch noch immer ganz toll. Das einzige Problem ist halt,
ja, der Sauberkeitszustand des Beckens, aber das ist etwas, worüber ich mich ja schon häufiger aufgeregt habe oder beschwert habe, dass es einfach etwas ist, was beim Thema Biotop-Aquaristik meinem persönlichen Ästhetikempfinden einfach entgegensteht. Das kann ich halt auch nicht ändern. Ja? Also ich kann das Becken nicht so sauber betreiben, alleine schon durch den Tierbesatz und alleine schon durch die Ausgestaltung, beispielsweise mit relativ wenig Pflanzen. Ja? Also da ist ja auch nicht viel Pflanzenmasse drin in dem Sinne und das sind halt auch nur 4 verschiedene. Das sind halt alles Sachen, die ich da so ein bisschen, ja, die mir da so ein bisschen schwerfallen zu akzeptieren immer noch. Es ist trotzdem, wenn man in den Raum reinkommt, ein toller Eyecatcher. Klar, alleine auch schon durch die Tiere. Ne? Die Hyphesubricum melanosticos sind mittlerweile sehr, sehr ruhig geworden, stehen fast immer in der Mitte des Beckens, sind immer zu sehen. Also wunderbar, kann ich mich wirklich nicht drüber beschweren. Es ist jetzt ein Dreivierteljahr alt. Also ich habe letztens nochmal nachgeguckt, Anfang Dezember habe ich es eingerichtet gehabt und ich glaube sogar am 6. oder 7. Dezember müsste ich es eingerichtet haben. Das heißt, es ist jetzt ja ein Dreivierteljahr alt und dann kann man auch mal schauen, so nach einem Jahr, also im Dezember, Ende des Jahres kann man mal gucken, was man eventuell damit machen möchte, was das Ganze vielleicht dann ein bisschen anders aussehen lässt oder was man da vielleicht noch rausholen könnte. So an sich gefällt es mir halt immer noch gut, es funktioniert gut, es gibt wenig dran auszusetzen, außer halt, es sind halt Algen drin, ja, aber die sind halt dem Biotop geschuldet natürlich auch so ein bisschen, weil das ja auch durch die Wasserwerte natürlich entsprechend wenig zu verhindern ist. Also es sind halt hauptsächlich Grünalgen drin und das ist sehr, sehr leicht zurückzuführen auf einen Nitratmangel an dieser Stelle. Es wird ja überhaupt nichts zugedüngt und es wird mit reinem Osmosewasser aufgefüllt. Das heißt, ich habe GH, KH gegen 0, nicht unbedingt 0, manchmal ist es 1, manchmal ist es 0, manchmal ist es sogar 2, je nachdem, wie lange das Wasser da schon drin steht. Ich weiß nicht genau, wo die Mineralien herkommen, aber so ist es halt. Aber Tendenz ist halt gegen 0 gehend, weil mit nacktem Osmosewasser aufgefüllt wird, was nicht aufgesalzen wird. Gumminstoffe kommen rein, pH-Controller hängt da dran, der bei 6,5 halt steuert. Und ja, deshalb ist eigentlich sehr, sehr eindeutig, dass die grünen Algen durch den Nitratmangel kommen, weil wo soll es herkommen? Ja, also klar, Fischausscheidung und Futter, aber das halt, das ist beides nicht ausreichend, um das komplett zu versorgen. Und deshalb, wenn ich das Becken zudüngen würde, würde das wahrscheinlich sehr viel gesünder aussehen, aber das sind halt nicht die Bedingungen des entsprechenden Biotops. Auch die Düngewerte wurden ja nachgeforscht und wurden ja anerkannt. Und da habe ich auch in einer entsprechenden Tabelle in einem Buch halt eine Übersicht, wie das da aussah. Und da versuche ich mich halt so gut es geht dran zu halten, einfach um diese Erfahrung eines echten Biotops auch wirklich einmal machen zu können. Aber wenn das Jahr um ist, wenn das Becken so ein Jahr stand, dann müssen wir, glaube ich, echt mal schauen, wie es damit weitergeht. Ja, und das war damit die dritte Quartalstour 2021. Ein Quartal fehlt noch, Ende Dezember, vielleicht wieder zum Jahreswechsel. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, gibt es dann also die letzte Quartalstour. Und ich bin sehr gespannt, was sie bis dahin noch tut, weil bis dahin ja auf jeden Fall das große Meerwasserbecken stehen wird. Das ist dann sicherlich auch ein Highlight dieser Tour. Mal gucken, ob ich hier auf meiner kleinen Galerie noch ein paar Änderungen durchführe und wie das Algenbecken bis dahin aussieht, wie es mit dem Biotop weitergeht. Also bleibt gespannt. Ich freue mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Tour wieder mit dabei seid. Und wir sehen uns aber jetzt erstmal natürlich beim nächsten Video wieder.